Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do It Yourself Inspiration Kids Club. Heute setze ich die ganzen restlichen Wasserperlen an, die ich noch habe. Das sind diese XXL-Varianten. Richtig schön groß werden die. Ich würde sagen, so 4 cm im Durchmesser waren die auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, wo ich das Ganze einmal angetestet habe. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die waren wirklich super, super cool. Und ja, hier seht ihr einmal die Verpackung. Das Ganze habe ich bei Amazon bestellt. 60 Stück waren es insgesamt. Und ich glaube, ich habe ungefähr etwas mehr als 50 noch übrig. Und die kommen jetzt mal ins Wasser. Die brauchen so an die 30 Stunden. Ich mache zwischendurch bestimmt mal ein Update, wie sie dann aussehen. Sie wollen gar nicht raus. Ich spüle das Ganze einmal um. So, und alle sind raus. Ja, wie gesagt, ungefähr 50 Stück, bunt gemischt. Es sind durchsichtige dabei, rosa, grün, rot, gelb, weiß, alles dabei. Sie sind momentan ungefähr so groß wie normale Wasser- oder Obisperlen. Und ich warte jetzt einfach ein paar Stunden, dann bekommt ihr auf jeden Fall nochmal ein Update in diesem Video. Und dann zeige ich sie euch natürlich auch noch komplett aufgeschwemmt, wenn sie dann richtig schön groß sind. Ich hoffe, die Box ist dann richtig schön voll. So, ihr Lieben, kurzes Update. Nach circa 5 Stunden sehen meine Kugeln momentan so aus. Und ich würde sagen, der gesamte Boden hier ist auch schon richtig schön bedeckt mit ihnen. Sehen momentan wieder so ein bisschen aus wie so Gehirn, so ein bisschen schrumpelig. Aber die werden wirklich komplett rund und auch komplett glatt außen. Also ein bisschen dauert es noch und natürlich gebe ich Ihnen auch die kompletten 30 Stunden Zeit, also etwas mehr als einen gesamten Tag. Und ja, in dieser Zeit gibt es natürlich noch weitere Updates für euch. So, inzwischen sind fast 24 Stunden vergangen und ihr seht, die Kugeln sind schon richtig groß geworden. Sie liegen hier schon in mehreren Schichten. Ich nehme mal so ein paar raus. Boah, ganz schön flutschig. So. Also hier einmal eine grüne und eine gelbe. Die gelbe ist hier schon so ein bisschen angematscht und die grüne ist auch noch nicht komplett rund. Also sie haben natürlich auch noch ein paar weitere Stunden. Ungefähr 6 Stunden dauert das Ganze noch und dann haben sie ihre vollständige Größe erreicht. So, jetzt sind 30 Stunden vergangen und ich habe das restliche Wasser einmal abgegossen. Ich habe jetzt wirklich richtig schöne, viele coole Perlen. Einige sind leider ein bisschen matschig und kaputt. Ist aber nicht so schlimm, weil richtig viele richtig cool geworden sind. Wie zum Beispiel diese beiden Orangenen hier oder auch diese durchsichtigen. Ich finde die durchsichtigen immer eigentlich besonders cool. Dadurch sieht alles immer so ein bisschen verzerrt aus. Also richtig witzig. Die fassen sich auch richtig schön an. Total lustig. Und ja, einige wie hier so ein bisschen gebrochen und gerissen. Und wenn sie dann einmal kaputt sind, lassen sie sich auch ganz einfach so auseinanderbröseln. Ja, man kann wirklich sagen, sie zerbrechen wirklich. Und wenn sie wirklich ganz sind, dann flutschen sie richtig schön hin und her. Bei denen hier ist es dann so, die kann man auch zerdrücken. Aber wenn sie wirklich komplett sind, richtig, richtig cool. Also sehr, sehr cool. Mir gefallen sie wirklich gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!